Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem weiteren OMSI 2 Video. Heute mal wieder mit einer Corona-Mod und zwar das Ganze natürlich aus dem Hause Projekte Potsdam. Der hat nämlich hier heute den Mercedes-Benz O530 EN06 gemoddet und somit haben wir jetzt also auch in Mercedes ein Corona-Mod mit dabei und wir fahren heute auf der Karte Berlin M32 und ja, sieht das Ganze aus. Wir fahren hier Brunsbüttel an der Stadtgrenze und Richtung Rathaus Spandau. So, mit Möbelhübner Repaint, so muss das sein, wundervoll. Hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt hier dementsprechend passt. Was haben wir mit dabei? Wir haben natürlich hier das Absperrband wieder, was signalisiert, dass hier keiner rein und raus darf. Wir haben das Schild hier, Vordereinstieg gesperrt. Bitte die anderen Türen benutzen, kein Fahrscheinverkauf. Und natürlich das Script ist mit dabei, dass die Fahrgäste auch hinten einsteigen. Ja, ich selbst bin jetzt kein großer Fan von dem Mercedes-Benz EN06, muss ich dazu sagen. Ihr habt da so meine Startschwierigkeiten immer. Aber mal gucken, ob das heute hier funktioniert in der Folge. Es wäre natürlich himmlisch. Von daher würde ich sagen, suchen wir uns jetzt hier noch schnell unseren Fahrplan aus. M32. Und zwar müssen wir jetzt mal gucken. Brunsbüttler Damm. Es ist ja 17.11 Uhr. Geht unsere Fahrt los hier. Wundervoll. Und von daher würde ich sagen, starten wir das Ganze dementsprechend. Eins muss ich noch aktivieren, und zwar Track IR. So. Achso, das Spiel müssen wir vielleicht auch noch ausklappen. Das wäre natürlich sinnvoll. So, Brunsbüttel aber am Stadtgrenze. Dann können wir schon mal weiter starten hier den Motor, bis hier das AFR fertig ist hier. So, und zwar Bedienung ohne Verkauf machen wir das Ganze wieder. Wir sind auf der 032 unterwegs. 032. Leider kann ich das M heute nicht schildern, weil mir da gerade der Code so ein bisschen fehlt. Und wenn mich nicht alles täuscht, warst du... Nein. Fahren Sie bitte bis... Ich muss genau umgedreht. LSK 0230 0000. Fahren Sie bitte bis... Nee, war doch richtig gewesen. War doch richtig. Alles gut. So, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, normalerweise ist der M32. Mir fällt halt bloß der Code gerade nicht ein und in der Dix habe ich nichts entdecken können. So, hier müssen wir die Kinderwagen-Taste drücken, damit die hier einsteigen. Ne? Natürlich ein bisschen komisch. So, 6 Minuten haben wir noch. Ich wusste es, wo ich ja mit dem Scania Citywide gefahren bin. Da hat er ja das M geschildert. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher, wie da das Sonderzeichen war. Ich werde jetzt mal die Zeit jetzt hier ein bisschen vorspulen. Da kommen jetzt nämlich noch welche. Wundervoll. Ihr seht, ne? Türe bleibt vorne zu, hinten bleibt so offen. Und die Fahrgäste steigen ein. So, wird ein Schuh draus. Oh.
am alten Gaswerk. Keiner mit, alles klar, dann geht's weiter. Starkener Feldstraße. Brunsbütteler Damm, Nennhauser Damm. So, genau. Also die Mod erscheint dann auch jetzt die Tage, wenn nicht vielleicht sogar schon die Mod erschienen ist. Zum Aufnahmezeitpunkt war das Ganze noch nicht öffentlich. Gehen wir davon aus, dass das Ganze auch wieder auf OMSI Webdisk hochgeladen wird. Das bedeutet natürlich, dass ihr euch die Mod runterladen könnt. Zuvor natürlich den Bus erstmal runterladen, dann die Mod selbstverständlich. Ne? Beides, der Bus wird nicht in der Mod enthalten sein. Das habe ich übrigens mal vergessen, auch bei den anderen Bussen immer sozusagen. Dass die Mod halt wirklich nur die Mod ist und der Bus halt dementsprechend nicht mit dabei ist. Soweit funktioniert das Ganze. Ihr seht es ja, steig hinten ein. Ein bisschen ungewohnt ist, dass man hier die Taste hier drücken muss, dass die Kinderwunschtaste gedrückt werden muss. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil selbst kann ich die zweite Tür nicht öffnen, weil irgendwie habe ich den Schalter nicht auf meine Tastatur belegt. Auf mein Lenkrad meine ich. Und von daher muss ich das jetzt hier dementsprechend immer manuell machen. Und jetzt will er schon wieder nicht.
Also manchmal, weiß ich nicht. Ich stelle mich einfach zu doof an, diesen Bus zu benutzen. Ich stelle mich zu doof an. Was ist denn das hier für ein Taster hier? Da könnt ihr mir das mal sagen, da. Dieser Taster hier, was ist denn das hier für ein... Achso, das sieht jetzt wahrscheinlich gar nicht. Ja, ja, jetzt mit Tracker, ja, ist das natürlich großartig. Da, dieser Taster da, wofür steht denn der? Also ich selbst kenne ihn jetzt nicht. Aber mir ist halt aufgefallen, sobald ich da so Button-Smashing mache, so 20.000 Mal aufdrücke, dann kann ich den Bus wieder benutzen. Sonst lässt er die Haltestellenbremse nicht los. Echt komisch. Man merkt halt, dass ich einfach nur Solaris-Liebhaber bin. Thank you.
Straße. Achso, ja, genau. Okay, naja, alles richtig, alles richtig. Bin jetzt gerade gewundert, Straße wirkt irgendwie so breit. Aber stimmt alles. Sie sagte ich ja, wie am Anfang schon, ne? Also, mein absoluter Lieblingsbus ist das hier nicht. Er hat zwar einen richtig schönen Sound und so, ja, aber ich finde das halt komisch, warum du manchmal die Haltestellenbremse echt nicht loslässt, aber dann werdet ihr mir ja wahrscheinlich irgendwie Infos zulassen kommen können, was ich da jetzt so falsch mache. Ich denke mal, das ist ein Anwenderfehler. Aber man sieht halt auch schön, also die Mod funktioniert, Fahrgäste steigen hinten ein. Also von daher ist es wieder eine sehr, sehr gute Mod. Auch wenn wir jetzt in den letzten zwei Wochen eigentlich unglaublich viel von Corona gesehen haben und sowas. Klar, auch in den Nachrichten und so weiter und so fort. Und um Gottes Willen, ich freue mich nicht über diese Situation gerade oder ergötze mich jetzt daran. Klar, Thema ist halt ein bisschen fragwürdig, ne? Warum muss man sowas jetzt halt jetzt auch ins Spiel bringen und sowas? Das ist halt einfach nur was mit dem Realismus zu tun und zur aktuellen Lage, wie es halt heutzutage ist. Darf man es immerhin nicht vergessen, dass das alles echt mit Corona nicht so gut ist. Und auch hier kann man einfach nur wieder appellieren, bleibt zu Hause, ne? Hashtag stay home, ne? Oder stay at home, keine Ahnung. Zockt, unternimmt was, ja, nicht unternimmt was mit der Familie, sondern macht mit eurer Familie oder sowas mit Eltern einen Spieleabend oder sowas, keine Ahnung. Aber um Gottes Willen, vermeidet es, um allen Willen rauszugehen. Also manchmal habe ich so echt das Gefühl, so, dann fängt es mich dann überall an zu jucken. Ja, dass du dir manchmal so denkst, so, jetzt hast du auch. Aber das ist natürlich immer nur so ein bisschen Kopfsache. Darf man ja nun mal alles nicht vergessen. Ja, schützt euch, wascht euch lang und gründlich die Hände, desinfiziert so viel wie ihr könnt. Ja, und so weiter und so fort. Oh. Ich war so schlecht, die Frage ist mal aussteigen. Ich glaube, das war der Spiegel. Ob sie finden es gerade auch nicht so geil, dass es jetzt hier gerade so ein bisschen schief geht. Geht sogar die Gebäude nicht mehr nach. Was ist denn jetzt passiert? Nein! Da war irgendwas zu dicht, dass wir irgendwas kaputt gemacht haben gerade. Wir sind eh gleich da, von daher passt das. Sollen sie mal laufen. Schadet auch nichts. Denk mal, ich werde mit meinem Spiegel die Ampel umgerissen haben oder sowas. Also ich werde mir zumindest den Spiegel abgerissen haben. So sah es auf jeden Fall so ein bisschen aus. Wäre ja auch zu viel verlangt, wenn wir mal unfallfrei durchgekommen wären. Alter, wie viele Leute hier drin waren.
Straße. Natürlich. Wir haben jetzt gemacht, was wir eigentlich nicht machen dürfen. Ich habe mich jetzt hier nämlich ein bisschen vorgetastet. Normalerweise hätten wir jetzt die Ampel vom Bus nehmen müssen, aber hat ja geklappt. So, und hier endet dann halt auch schon unsere Folge. Ja, wie ihr gesehen habt, auch hier, wie gesagt, funktioniert die Motte ohne Probleme. Also auch hier eine wundervolle Arbeit an Projekt Potsdam. Super, hat Spaß gemacht. Mal gucken, was jetzt so als nächstes ansteht. Ich weiß noch, ich habe munkeln gehört, dass der Solaris auf jeden Fall noch kommt, den wir uns definitiv noch anschauen. Aber es gab natürlich auch weitere Mods, ja, für Wuppertal, sage ich schon, und für Hamburg tatsächlich. Da gibt es nämlich auch noch eine Corona-Mod. Und die werden wir uns dann wohl ja also auch demnächst noch anschauen, denke ich mal. Gehe ich mal stark davon aus. Also wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt ja, ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht, mit einer weiteren Folge um sie. Ich verabschiede mich, bedanke mich. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.